ziemlich dickes Gewicht, das waren 5 Kilogramm. Was ja 50 Newton Gewichtskraft entspricht, soll uns aber jetzt im Moment egal sein. Und ich hatte erklärt, Achtung, hier ist der Drehpunkt. Und jetzt haben wir einen Haken. Die Kraft des Gewichtes hier, die greift genau an dieser Ecke an. Das heißt, ich habe hier mein L1. Und jetzt kommt der Haken an der ganzen Sache. Wieder immer vom Drehpunkt ausgehen. Vom Drehpunkt aus, bis dahin, wo ich mir die Hand angefasst hatte, das sei kurz vorm Ende. Und da wirkt die andere Kraft, das ist L2. Das heißt, beide Längen, beide Hebel haben einen gemeinsamen Drehpunkt und deswegen sagt man komischerweise dazu einseitiger Hebel. Einseitiger Hebel ist das. Das ist das Prinzip. Also nochmal, die haben beide den gemeinsamen Drehpunkt und von da aus werden die entsprechenden Längen bestimmt. Und zwar vom Drehpunkt einmal da, wo das Gewicht aufsetzte, mit der Kante. Das setzte nur mit der Kante auf. Da wirkt die Gewichtskraft des Gewichtes. Jetzt nicht volle 5 Newton, darauf kommt es nicht an. Und hier, vom Drehpunkt bis hier hinten, wo ich mit der Hand war, also hier war die Hand, habe ich angefasst, da wirkte die zweite. Wir konnten noch etwas sehen. Wenn ich hier hinten einen großen Weg beschreiben konnte, hat sich hier hinten das Gewicht, also hier vorne das Gewicht nur ganz wenig bewegt. Auch da konnte man wieder die goldene Regel der Mechanik sehen. Jetzt mache ich mal ganz kurz Stopp mit dem Video und wir schnattern nochmal darüber, wir bekakeln das nochmal, beantworten Fragen und so weiter und dann kommen wir zu Beispielen, die es gibt, überall auf der Welt. So, jetzt waren wir nämlich beim Beispiele zusammentragen und zwar bei den Beispielen sagte doch gleich als fast einer der ersten, einer der Schüler hier, na wieso, beim Fahrrad, beim Kettentrieb, sag ich Donnerwetter, wenn du mir das erklärst und er hat's erklärt. Ich vollziehe das nochmal nach, damit wir das jetzt alles nochmal sehen. Hier, wo ich drauf trete, Pedale, habe ich L1. Okay. Vom Drehpunkt aus bis dahin, wo ich drauf latsche. Dass ich die Pedale drehen kann hier, dieses Pedal drehen kann, das ist was anderes. L1. Da ich es aber mit einem Kettentrieb zu tun habe, wir dürfen nicht vergessen, hier läuft die Kette, kommt jetzt die zweite Kraft. Und zwar genau vom Drehpunkt bis zum Zahnkranz ist L2. Ich dürfte L2 auch, weil das ja hier an der Kette zieht, hier einmalen. Ich dürfte L2 hier einmalen, überall. Und zwar immer genau bis zum Ende des Kettenrades. Ganz genau. Wunderbar. Also das war ein tolles Beispiel. Wir tragen mal weitere Beispiele zusammen und ich mache es mal, damit man besser sieht, dass es ein einseitiger Hebel ist, dass beide Hebel praktisch in einer Ebene liegen. Ich zeige nochmal die Ebene hier. Hier ist diese Hebelebene, da liegen L1 und L2 drin. Obwohl ich es in diesem anderen Fall, und der Schüler hatte das auch erklärt, er hatte hierhin tatsächlich L2 gemalt. Obwohl es nicht in einer Ebene liegt, war schwer zu erkennen. Donnerwetter. So, wir tragen mal weitere Beispiele zusammen. Also wir haben das jetzt nochmal diskutiert, das Beispiel. Ich zeige nochmal ganz kurz, was hier passiert. Hier habe ich eigentlich meinen Angriffspunkt, weil hier die Kette jedes Mal eingefädelt wird. Und mein anderer Teil des Hebels wandert ständig. Also ich habe es hier mit einem relativ komplizierten System zu tun. Mir kam es aber in diesem Fall auf dieses Thema an. Das war schon mal in Ordnung. So, nächstes Beispiel. So, jetzt hatten wir das Beispiel Nussknacker. Wir hatten ganz komplizierte Beispiele, aber es konnte immer keiner erklären. Hier ist die Nuss. Also, wir nehmen die Mitte der Nuss, L1. Jetzt kommt der Haken und da tun sich viele schwer. L2 fängt auch hier im Drehpunkt an. Und da wir ja hier mit vielen Fingern draufgreifen, sagen wir, wir nehmen einfach die Mitte. Und jetzt wird so bezeichnet, L2. L1 oder L2 kann man oben drüber oder unten drunter schreiben, darauf kommt es jetzt nicht an. Aber wichtig ist, dass man das nicht hintereinander malt. Ich mache es mal falsch hier, einfach hintereinander. Das ist nicht L2, um Gottes Willen. Das ist falsch. So darf man es nicht machen, ne? Also das auf keinen Fall so. Das wäre das Schlimmste, was man der Sache antun könnte, denn wir sehen, dann ist L2 zu kurz. Okay, so, nächstes Beispiel. Ganz einfaches bitte. Was? Wenn ich mir jetzt eine Beißzange schnappe, Achtung, habe ich hier einen Drehpunkt, von hier bis hier beißt sie, das ist L1, und bis hier hinten,
Von hier bis irgendwo hier hinten, wo ich dann mit der Hand insgesamt angreife, ist L2. Das ist also in diesem Fall ein zweiseitiger Hebel. Wir wollen einseitigen. Los, noch einen. Jetzt kamen wir endlich auf den Flaschenöffner. Hier ist der Drehpunkt, hier piekt praktisch der Flaschenöffner ein. Und jetzt kommen die Kräfte. Und zwar, hier greift er drunter, damit er die ganze Sache heben kann. Dann haben wir hier L1. Ja, ich weiß, teilweise wollten es sagen. Und wenn wir hier hinten irgendwo angreifen, ist L2. Na. Bis hier hinten L2. Das ist jetzt alles geschmiert, weiß ich, wir sind mächtig in Eile, wir müssen jetzt aufhören. Ich sag mal schon, wir fassen nochmal zusammen, aber ich mache das Video jetzt an der Stelle dicht.